Liz Truss. Diese Frau hat nicht nur einen wirklich coolen Namen, nein, sie ist auch die Premierministerin von Großbritannien und macht aktuell Schlagzeilen, weil sie fordert, dass die anderen Führer dieser Welt ihre Idee der Trickle-Down-Economics übernehmen. Und deswegen stellen wir uns heute mal die Frage, was zur Hölle ist das eigentlich ganz genau? Trickle-Down ist, wie man hört, Englisch und bedeutet so etwas wie herunterrieseln oder auch herunterfließen. Und da geht es darum, dass man ein wirtschaftliches Maßnahmenpaket beschreibt, welches das Ziel hat, Wachstum in einer Volkswirtschaft anzuregen. Und Trickle-Down verfolgt dabei die Idee, dass man von oben nach unten Geld verteilt. Das heißt also, dass man durch wirtschaftliche Maßnahmen, Steuererleichterungen, Förderpakete und so weiter und fort vor allem den Reichen und Superreichen mehr Geld gibt, die wiederum dieses Geld nehmen und in die Volkswirtschaft investieren, zum Beispiel durch Investitionen, Löhne, Gehälter und so weiter und so fort oder eben auch, dass sie andere Firmen beauftragen für andere Projekte und so weiter und so fort und dadurch die gesamte Volkswirtschaft gestärkt. Der Begriff Trickle-Down-Economics kommt aber gar nicht aus den Wirtschaftswissenschaften, sondern wird primär in der Wirtschaftspolitik benutzt. Ganz ursprünglich geht der Begriff aber eigentlich sogar auf einen Komiker namens Will Rogers zurück. Dieser kritisierte 1932 in einer Kolumne den damaligen Gouverneur New Yorks, Franklin Delano Roosevelt, den späteren Präsidenten der USA, und schrieb darin Folgendes. Das Geld wurde vollständig für die Spitze verwendet, in der Hoffnung, dass es zu den Bedürftigen hinabrieselt. Mr. Hoover war Ingenieur, er wusste, dass Wasser herunterrieselt. Stelle es an den höchsten Punkt, lass es laufen und es wird auch die trockenste kleine Stelle erreichen. Aber er wusste nicht, ob Geld nach unten durchrieselt. Gebt es den Leuten unten und die Leute oben haben es sowieso, bevor der Tag vorüber ist. Aber es wird zumindest durch die Hände der armen Leute gegangen sein. Rogers verfolgte also mit seiner Namensgebung der Trickle-Down-Economic nicht das Ziel, ein wirtschaftliches Maßnahmenpaket richtig zu beschreiben, sondern er übte Kritik an genau dieser Idee, Reiche immer reicher zu machen, ohne dass das Geld wirklich bei den Menschen, den normalen Menschen, halt den normalen Bewohnern des Landes überhaupt ankommt. Und wer jetzt sagt, naja, ist ein amerikanisches Ding. Falsch. Auch 2001 probierte die Bundesrepublik Deutschland damals unter Rot-Grün, SPD und die Grünen zusammen, genau diese Trickle-Down-Economic auch aus. Sie führten nämlich die Steuerreform 2000 ein, die vor allem wohlhabenden Haushalten und Unternehmen zugute kam durch Erleichterungen in der Vermögensteuer und beim Erlass von Unternehmenssteuern. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung führten diese Maßnahmen der rot-grünen Regierung dazu, dass die normalen Menschen, also wir alle, einen Steuerverlust hinnehmen mussten oder mehr Steuern zahlen mussten von 1998 bis 2015 von 0,1%. Klingt jetzt erstmal nicht wirklich nach krass viel, oder? Nun, es gibt da noch eine andere Seite der Medaille. Die obersten 10% der Spitzeneinkommen wurden nämlich in der gleichen Zeit um 2,3% entlastet. Die obersten 1% der deutschen Einkommensstrukturen wurden in der gleichen Zeit sogar um 4,8% entlastet. Also umso mehr man hatte, umso mehr hatte man danach. Der Ökonom Paul Krugman fasste dann auch mal die Wirksamkeit der Trickle-Down-Economics auf eine Volkswirtschaft sehr kurz und knapp zusammen. Er sagte nämlich Folgendes. Wir warten auf diesen Trickle-Down-Effekt nun seit 30 Jahren. Vergeblich. Der Internationale Währungsfonds stellte 2015 sogar fest, dass Trickle-Down-Economic-Politik einer Volkswirtschaft aktiv schaden kann. Das wurde in einer Studie festgestellt. In dieser Studie heißt es wortwörtlich, wenn der Einkommensanteil der obersten 20% steigt, gleichzeitig das Bruttoinlandsprodukt Wachstum mittelfristig tatsächlich abnimmt, deutet das darauf hin, dass Gewinne nicht nach unten durchsickern. Die Trickle-Down-Economics wird immer so ein bisschen mit dem Bild dieses Champagnerturms bebildert oder beschrieben, was an sich schon irgendwie ironisch ist. Auf jeden Fall, der Sinn dieses Bildes ist klar, wenn man oben Champagner hineinfüllt, dann läuft irgendwann mal das oberste Glas über und füllt dadurch dann die Gläser darunter und die Gläser darunter tun das gleiche wiederum mit den Gläsern unter ihnen. Das ist der Sinn von Trickle-Down-Economics, also zumindest die rein theoretische Erzählweise des Ganzen. Wenn man aber die realen Fakten, die wissenschaftlichen Erhebungen und die volkswirtschaftlichen Erfahrungen der letzten 30 Jahre anschaut, dann müsste die Trickle-Down-Economic
eher so ein Bild sein. Die Reichen werden durch die Trickle-Down-Economic immer reicher, während die eigentlich das Geld am nötigsten hätten, nichts davon abbekommen. Und das behaupte nicht ich, das behauptet der Internationale Währungsfonds, der das in einer riesigen Studie betrachtet hat. Die Trickle-Down-Economics haben im Endeffekt nur einen wirklichen Sinn, und zwar Reiche immer reicher zu machen, und gleichzeitig führen sie zu einer weiteren Spaltung unserer Gesellschaft. Wer also behauptet, dass so eine Trickle-Down-Economics gesellschaftlich und für alle gut ist, der lügt, weil jemand in so einer Machtposition muss in der Lage sein, dieses Wissen sich anzueignen oder aneignen zu lassen. Hier, ich in meinem kleinen Studiobunker, habe das relativ einfach geschafft und ich habe kein gewaltiges Wirtschaftsministerium in meinem Nacken, was mir dabei geholfen hat. Man muss also unterstellen, dass die Leute, die sowas proklamieren und weiter vorantreiben wollen, sehr genau wissen, dass Trickle-Down-Economics nicht funktioniert, dass eine Trickle-Down-Ökonomie nicht funktioniert. Da geht es um ganz andere Dinge. Und dann muss man sich vielleicht fragen, gehören diese Menschen zu den obersten 10%, die aktiv von solchen Wirtschaftsmaßnahmen profitieren, oder gehören die Leute, die sie im Hintergrund unterstützen, zu den Leuten, die davon aktiv profitieren? Oder anders gesagt, Liz Truss, die Premierministerin von England, oder auch Friedrich Merz in Deutschland, die müssen wissen, dass das nicht funktioniert. Dass sie es trotzdem so befürworten, sollte uns allen Fragen aufgeben. Gerade deswegen, weil es eben Wirtschaftsmodelle gibt, die eigentlich das Trickle-Down-System sehr erfolgreich und nachweisbar erfolgreich konterkarieren. Zum Beispiel eben auch die Bottom-Up-Theorie, die zum Beispiel Präsident Obama in seiner Amtszeit immer stärker verfolgt hat und auch dessen Nachfolger nach einer Trump-Pause sozusagen, Joe Biden, das Ganze verfolgt. Bottom-Up sagt nichts anderes, als dass man den Menschen am Kern der Pyramide das Geld geben muss, damit es dann in der Volkswirtschaft durchgereicht wird nach oben und nicht andersherum wie bei der Trickle-Down-Ökonomie. Und das ist ein Ansatz, der stimmt. Gibst du einer Familie mit wenig Geld 2000 Euro, dann kannst du sehr sicher davon ausgehen, dass diese Familie dieses Geld in der eigenen Volkswirtschaft reinvestiert und ausgibt. Gibst du einem Superreichen, einem Milliardär 2000 Euro, dann wischt er sich vielleicht damit den Hintern ab und dann schickt es danach vielleicht zu einem Offshore-Konto und ist das damit sogar noch steuerbefreit. Fassen wir es ganz kurz zusammen. Die Trickle-Down-Ökonomie, der Ansatz der Trickle-Down-Ökonomie, ist nachweisbar kaputt. Sie funktioniert nicht, sie ist falsch. Und Menschen, die sie trotzdem proklamieren, die lügen wahrscheinlich, um Vorteile für sich oder andere herauszuschlagen. Und selbst der Name Trickle-Down-Ökonomie geht auf einen Komiker zurück, der sie nutzte, um dieses System, was es eigentlich beschreibt, zu kritisieren. Danke fürs Zusehen. Und jetzt habe ich natürlich eine Frage für dich. Welche Farbe wird deine Yacht haben, wenn die Superreichen mal wieder Steuererleichterungen bekommen? Ich glaube, ich gehe diesmal auf Limette. Warum nicht? Und natürlich, wenn es dir hier gefallen hat und wenn du irgendwas daraus nehmen konntest aus dem Video, würde ich mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Und anders als die Trickle-Down-Ökonomie wird dich ein Abo hier nichts kosten. Versprochen. Ist doch cool, oder? Also, wir sehen uns bald wieder. Bleib untot, dein Wolfie.